Er ist ein Polarisierer und vieles mehr. Das alles lässt mich nicht kalt. Vieles davon ist ungerecht und verletzend. Aber man muss es trotzdem wägen. Denn es berührt und beschwert die Genossinnen und Genossen vor Ort, gerade dort, wo die Zeitungen, die sowas schreiben, keine Konkurrenz haben. Es geht nämlich nicht um mich, sondern es geht um meine SPD, der ich seit 28 Jahren angehöre und die in Schleswig-Holstein zu führen, die ehrenvollste Aufgabe ist, die ich mir vorstellen kann. Nicht alle diese Zuschreibungen sind komplett falsch. Zu manchem habe ich auch beigetragen. Und ich könnte auch nicht sagen, dass nur der Gegner es schwer mit mir hat. Das gilt manchmal auch für die in der eigenen Partei. Und war es auch, dass das, was als Duell mit dem amtierenden Ministerpräsidenten wahrgenommen worden ist, letztlich weder für den einen noch für den anderen nützlich war. Das hat sich aber ohnehin erledigt. Und ich habe im letzten Jahr viel gelernt, Genossinnen und Genossen. Über Schleswig-Holstein, von euch über die SPD, habe auch viel über den Charakter von Menschen gelernt. Und ich habe auch an mir gearbeitet. Und ich habe immer gesagt, nach jahrelangen verdeckten, anonymen Angriffen oder Zeitungshinweisen, der offene Weg ist, wenn man sich zur Kandidatur stellt, wenn man Dinge anders haben will. Das gilt für jedes Amt in Schleswig-Holstein, in der SPD. Und wenn man sowas sagt, dann muss man das auch ernst meinen. Und darf nicht sagen, ja, wenn das jetzt aber passiert, dann ärgert mich das. Und dann geht das irgendwie nicht. Das geht nicht nur. Sondern, Genossinnen und Genossen, ich glaube, es ist gut, wenn unsere Parteigenossinnen und Parteigenossen eine Auswahl haben zwischen mehreren geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern, die sich im inhaltlichen Profil, die sich in der beruflichen Erfahrung und die sich in der Persönlichkeit deutlich unterscheiden. Unsere Nord-SPD kann das nicht nur aushalten, sondern sie wird gestärkt, wenn sie eine klare Wahl hat zwischen mindestens zwei sehr unterschiedlichen Bewerbern, vielleicht auch mehr. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, will ich sagen, dass ich mich entschlossen habe, die Herausforderung anzunehmen und mich erneut um die Spitzenkandidatur der Schleswig-Holsteiner SPD zu bewerben. Diesmal in einer Phase, in der ich sicher bin, dass der Kandidat oder die Kandidatin, die ausgewählt wird und von den Mitgliedern bestimmt wird, auch der nächste Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein sein wird. Lasst mich das mit wenigen Punkten begründen und ein paar Sätze zu meiner Person sagen, obwohl ihr mich zum Teil ja schon ein bisschen kennt. Ich bekenne mich dazu, dass ich mit Herz und Seele Sozialdemokrat bin in Schleswig-Holstein. Und dass ich unsere Grundüberzeugung und Position auch dann vertrete, wenn der Wind von vorne kommt. Und das gilt im Parteivorstand und im Präsidium. Mein Beliebtheitsgrad in Berlin hält sich in überschaubaren Grenzen. Das gilt gegenüber der politischen Konkurrenz und das gilt auch gegenüber den Medien. Und das gilt auch innerhalb der eigenen Partei. Und ich gebe auch zu, dass ich mehr davon halte, dass Ja, Ja ist und Nein, Nein. Das Weichgespülte liegt mir nicht so. Das ist nicht in jeder Situation ein Vorteil, das bekenne ich ganz freimütig. Und das führt zu Gegenwind und manchmal muss man an seinen diplomatischen Fähigkeiten arbeiten. Ich tue das auch. Ich erlebe auch, Genossinnen und Genossen, mit der Sympathie ist das so eine Sache. Seit Jahren, ich bin viel unterwegs im Land, erlebe ich täglich, dass Menschen zu mir sagen, die ich treffe, sie sind eigentlich viel netter, als ich dachte. Ich gebe euch zu, das gibt einem schon einen Stich, aber es ist doch besser als umgekehrt. Und deswegen sind die Zerrbilder nicht schön, aber man muss damit umgehen. Ich sage auch, und das sage ich sehr selbstbewusst, wer Ministerpräsident werden will, das heißt, das Land Schleswig-Holstein in einer schwierigen Lage in die Zukunft zu führen, der muss auch Fachkompetenz und landespolitische Erfahrung einbringen. Ich habe 7 Jahre als Staatssekretär und 5 Jahre als Minister im Kabinett von Heide Simonis und in der Großen Koalition, Sozial- und Bildungsministerium, Finanz- und Innenministerium führen dürfen und habe vieles dabei gelernt. Übrigens sehr vieles von Heide, von Günter Jansen, von Björn Engholm gelernt, wofür ich sehr dankbar bin, nicht nur für die Chancen, die mir da gegeben worden sind. Und ich glaube auch, dass die Erfahrungen als Fraktionsvorsitzender und auch als Oppositionsführer gute sind, weil Parlamentarismus wichtig ist, wenn man ein Land führen will. Und es schadet einem auch nichts, wenn man lernt zu verhandeln mit Gewerkschaften in Tarifverhandlungen
oder andere Dinge. Und das hat alles mal für mich in der Gemeindevertretung in Rellingen begonnen und im Ortsverein Hass in Nord hier in Kiel und im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde und letztlich im Landesvorstand, im Bundesvorstand und Präsidium der Partei. Genossinnen und Genossen, wenn man große Behörden leiten muss, habe auch das viele Jahre getan, dann lernt man auch, dass es wichtig ist, dass man Menschen zusammenführen muss. Wenn ich euch sage, dass meine Bürotür in der Regel offen und viel mehr gelacht wird, als ihr mir das zutraut, dann müsstet ihr die fragen, die lange mit mir zusammenarbeiten. Am letzten Montag hat der Fokus einen Artikel geschrieben und er hat auch über mich geschrieben. Ich zitiere mal, was der Fokus gesagt hat. Stegner steht für linke Position gegen die Rente mit 67 und für die Reichensteuer. Er ist ein linker Machtmensch. CDU und FDP höhnen, sie wünschen sich ihn als späteren Gegenkandidaten der SPD. Die werden ihre Gründe haben, das öffentlich zu sagen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich glaube, dass diese schleswig-holsteinische SPD, so wie sie sich von Jochen Steffen bis Günter Jansen und Klaus Möller entwickelt hat, eine ist, die ihr eigenes Profil hat und die das auch behalten sollte. Und ich bekenne mich sehr zu dem, obwohl ich hier nicht geboren bin. Und ihr wisst, wofür ich stehe. Und ich bin übrigens länger Gewerkschafter als Parteimitglied. Auch das ist etwas, was einen immer prägt. Ich glaube, Politik braucht Ecken und Kanten und auch Charakter. Und lasst mich zu Ende hin noch eine Sache erzählen, die mich sehr beschäftigt hat vor 2 Jahren. Ich saß da mit am Schwielosee, als es um Kurt Beck ging. Kurt Beck, von dem viele gesagt haben, dieser Kerl kann doch die Partei nicht führen, der ist unmöglich, so jemand kann nicht Kanzlerkandidat sein. Und man hat ihn aus dem Vorsitz gedrängt und viele haben ihn demontiert. Auch stellvertretende Parteivorsitzende haben dazu beigetragen. Und dann wurde abgestimmt, lasst uns den schnell durch jemand anders ersetzen. Ich habe damals nicht dafür gestimmt und bin von Journalisten hier in Schleswig-Holstein gefragt worden, warum setzen Sie eigentlich auf einen Loser? Na, deshalb wissen Sie, die Antwort ist ganz einfach. Hier geht es um Charakter. Dieser Kurt Beck hat mehr für die Partei getan als manch anderer, der ihn aus dem Amt gedrängt hat. Und der Partei ging es übrigens danach ja nicht wirklich besser. Ihm übrigens inzwischen schon. Er wird nämlich als Ministerpräsident wiedergewählt werden. Das war ganz überzeugend. Davon bin ich überzeugt. Ich habe gestern Abend mit ihm telefoniert und ich soll euch herzlich grüßen. Genossinnen und Genossen, regieren ist nicht verwalten. Regieren heißt mit Kompetenz und Leidenschaft das Land gestalten wollen. Und ein letztes, was ich über mich auch noch gerne sagen möchte, das weiß der ein oder andere noch nicht, ja, ich bin auch ein Kämpfertyp, das stimmt. Der Bert Brecht hat mal gesagt, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Siegen ist schön, aber verlieren kann man auch, das muss man wissen, wenn man sich einlässt auf etwas. Aber demokratischer Wettbewerb ist was Schönes. Dafür haben Sozialdemokraten lange, lange gekämpft in ihrer Geschichte und unsere Väter und Großväter hatten es schwerer als wir. Und deswegen will ich mit ein paar wenigen Punkten schließen, die jetzt Thorsten Albig und mich gemeinsam betreffen. Und vielleicht auch noch den Dritten oder die Dritte, die sich dann möglicherweise noch meldet. Thorsten und ich sind weder Gegner noch Feinde. Wir sind auch keine politischen Zwillinge, also die sich nur durch die Frisur unterscheiden, sondern, das darf ich sagen, ne? Du hast aber die Trendfrisur, das muss man sagen, die nimmt deutlich zu. Ich habe das Uwe Döring vorhin schon gesagt, das nimmt deutlich zu. Aber wir haben auch uns Gemeinsamkeiten. Du bist Pressesprecher bei Peer Steinbrück gewesen bis vor kurzem, ich war Pressesprecher bei Günter Jansen, das ist schon ein bisschen länger her, aber das übt. Und wir haben unterschiedliche berufliche und politische Erfahrungen, wir haben auch sehr verschiedene politische Profile, aber wir haben sie im Spektrum der Sozialdemokratie. Wir sind beide Sozialdemokraten und uns verbindet mehr als uns trennt, liebe Genossinnen und Genossen, das will ich ausdrücklich sagen. Und ich bin ganz sicher, dass wir beide jedes Ergebnis unserer Mitglieder nach einem fairen Wettbewerb akzeptieren werden und den, der dann obsiegt, engagiert und überzeugt im Wahlkampf gegen die wirklichen Gegner, gegen die anderen, unterstützen wird. Genossinnen und Genossen. Gleichwohl ist es eine klare Alternative, mindestens eine, und bis zum Oktober schauen wir mal, ob da noch jemand dazukommt. Genossinnen und Genossen, es ist das erste Mal,
dass wir in unserer Generation eine solche Entscheidung zu treffen haben. Wir sollten stolz und gelassen damit umgehen. Das Interesse einer breiten Medienöffentlichkeit sollte uns nicht irritieren, sondern beflügeln. Und Thorsten und ich werden unseren Beitrag dazu leisten, uns dann auch stärker als bisher miteinander über den weiteren Weg bis zur Landtagswahl abzustimmen. Wir haben eine Auswahl. Wir setzen auf die Beteiligung unserer Mitglieder. Wir zeigen lebendige Demokratie. Wir machen das anders als andere Parteien. Wir treffen nicht die Entscheidung, ob wir als Gewinner oder Verlierer aus der Landtagswahl hervorgehen. Das ist nicht die Entscheidung. Sondern wer von uns der nächste sozialdemokratische Ministerpräsident wird. Das ist die Entscheidung, die wir treffen. Und das ist ein lohnendes Ziel, Genossinnen und Genossen. Die Schleswig-Holsteiner haben eine bessere Regierung verdient. Schleswig-Holstein kann es besser. Gerecht geht anders. Lass uns damit anfangen.